Fatalismus und Rückenschmerzen. Einige Gedanken darüber, was Fatalismus vielleicht mit Rückenschmerzen zu tun haben könnte. Ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Geistige Eigenschaften und Rückenschmerzen. Fatalismus ist eine gewisse Schicksalsgläubigkeit. Menschen, die an ihr Fatum, ihr Schicksal glauben und denken, dass alles vorherbestimmt ist und dass sie wenig ändern können, einer Situation hilflos ausgeliefert sind, die nennt man Fatalisten. Fatalismus ist also eine gewisse Lebenseinstellung, eine gewisse Welteinstellung, die davon ausgeht, dass du deine Situation nicht ändern kannst. Es gibt positiven Fatalismus und es gibt nicht so positiven Fatalismus. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass Menschen, die vertrauensvoll an ihr Schicksal glauben, dass diese Menschen tatsächlich wenig unter Rückenproblemen leiden. Angenommen, du gehst davon aus, alles, was kommt, hat einen tieferen Sinn. Du weißt nicht welchen, du musst es auch nicht wissen. Gott meint es gut mit dir und du nimmst alles an, was auch immer kommt. Wenn du diese Schicksalsergebenheit hast, die man auch als Fatalismus bezeichnen kann, wirst du vermutlich wenig Rückenprobleme haben. Zweite Möglichkeit ist natürlich, Menschen, die ja sehr stark ihr Leben selbst in die Hand nehmen, die also davon ausgehen, ja, ich kann viel beeinflussen, ja, ich kann viel tun und es liegt in meiner Hand. Diese Machertypen, die haben oft eine ganze Weile auch keine Rückenschmerzen. Sie sind selbstverantwortlich und sie haben einen hohen Grad von Selbstverantwortung. Und wenn man einen hohen Grad von Selbstverantwortung hat, dann hat man oft auch weniger Rückenprobleme. Wenn man irgendwo meint, ich kann Dinge ändern, angenommen man spürt ein kleines Ziehen und Zwacken, also überlegen, was kann ich dort ändern? Müsste ich vielleicht aufrechter sein, müsste ich ein paar Yoga-Übungen machen, ins Fitnessstudio gehen, Tiefenentspannung machen, ich kann einiges ändern. Welche Affirmationen können helfen und so weiter. Also diese Selbstwirksamkeit kann sehr hilfreich sein. Jetzt hast du also beides. Einen positiven Fatalismus kann gut gegen Rückenprobleme sein, Schicksalsergebenheit, Gottvertrauen könnte man es auch nennen, aber auch Selbstwirksamkeit, das Gegenteil von Fatalismus, kann hilfreich sein. Dann gibt es etwas dazwischen. Nämlich dazwischen wäre, du hast das Gefühl, du bist einer Situation hilflos ausgeliefert, du kannst nichts machen und es noch dazu schlecht. Wenn du das Gefühl hast, negativen Kräften ausgeliefert zu sein oder einfach Opfer zu sein deines Rückens oder Opfer zu sein deiner Umstände und dass das nicht gut für dich ist, gut, das begünstigt die Rückenschmerzen. Dann kannst du selbst überlegen, was ist vielleicht für dich hilfreich? Dich ganz Gott anvertrauen und sagen, oh Gott, dein Wille geschehe. Ich kann nichts, du kannst alles. Bitte, hilf mir, ich vertraue dir. Das ist eine Möglichkeit, das wäre die Bhakti-Yoga-Einstellung. Oder eben die Raja-Yoga-Einstellung. Ich werde schon rauskriegen, was das Schicksal von mir will und ich werde es so machen, dass das, was das Schicksal mit mir will, dass das irgendwo gut ausgeht. Und überlegst, ja, was kann ich ändern? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und es gibt viele Möglichkeiten. Wenn ich noch nicht weiß, was mir hilft, habe ich noch nicht ausreichend ausprobiert. Ich werde jetzt zum Experten werden, zum Beispiel zum Experten bei Rückenproblemen. Ich werde alles rauskriegen über Rückenprobleme und irgendwas wird mir helfen. Das mag der Sinn dort sein. So wie du einen Sinn hinter dem Ganzen siehst, ist es leichter zu ertragen. Also überlege, was hat Fatalismus vielleicht mit deinen Rückenproblemen zu tun? Ist Fatalismus etwas, was du etwas mehr kultivieren willst? Im Sinne von Schicksalsergebenheit, im Sinne von Gottvertrauen, im Sinne von Gottergebenheit? Oder bist du mehr jemand, der vielleicht mehr Selbstwirksamkeit entwickeln könnte, vielleicht selbst aktiver werden könnte?